Ich habe mein Atelier seit 19 Jahren. Nächstes Jahr werden es 20 Jahre. Und das werde ich auch feiern. Ich bin Lisa Wolf und ich bin die Künstlerin hier in Wiener Neustadt, die hier im Fohlenhof tätig ist, im Akademiepark. Was mache ich hier? Ich male hier. Ich habe sicher über 500 Bilder, die hier entstanden sind, die zum Teil hier sind. Ich habe von hier Bilder verkauft. Ich habe hier Künstler getroffen. Ich habe hier Menschen getroffen, mit denen Projekte besprochen. Und ich liebe diesen Platz. Ich arbeite hier im Hellen, in der Sonne, inmitten der Natur. Ich arbeite hier mit ganz viel mit Kindern. Also es sind wahrscheinlich über Tausende von Kindern schon hier im Atelier gewesen, haben das bewundert, haben diesen Platz bewundert, haben diesen Platz genossen. Und ich möchte, dass das so bleibt. Was ich will, ist, dass dieser Platz so erhalten bleibt. Ich möchte, dass diese Grünanlagen erhalten bleiben. Warum arbeite ich hier mit Kindern? Ich möchte, dass diese Kinder einen Bezug zur Natur haben. Ich gehe raus in den Garten. Ich lasse sie malen, ich lasse sie Blumen abzeichnen. Ich lasse sie von hier aus die Felder des Akademieparks skizzieren und malen. Ich möchte, dass dieser Platz wirklich der Öffentlichkeit auch erhalten bleibt. Ich bin selbst eine Person, die für die Öffentlichkeit steht, eine Künstlerin, die ihre Botschaften in die Öffentlichkeit hinausträgt. Mein Wunsch ist es, dass ich hier bleiben darf. Das ist meine Heimat. Das ist meine Heimat im Sinne des wirklichen Geerdetseins, meine Heimat der Kunst. Und ich möchte nicht entwurzelt werden. Und ich bitte darum, dass wir alles tun, dass wir diesen Platz schöner machen, aufwerten, aber nicht niederroden und dann irgendwas reinholen, was eigentlich dann wieder so was ganz anderes ist. Lassen wir das, was ist, bestehen, machen wir daraus tolle Dinge und helfen wir alles zusammen, dass man irgendwann sagen kann, ja, das war schön, hier sind die, die da auch zu Hause sind und wir haben dann einen Mehrwert geschaffen und damit kommen auch ganz viele neue Menschen wieder und freuen sich, dass wir da zusammengehalten haben und diese Natur erhalten haben und diesen Platz nützen und ihn schätzen. Und das Herz bleibt da als Herzstück, bleibt es hier erhalten. Danke.